Simon Moser, durch das Goal ganz am Schluss hat es dann doch noch gelangt mit diesen drei Punkten. Wie schauen Sie auf das Spiel zurück, das ja teilweise auch sehr emotional war? Ja, wir sind gut 2-0 in Führung gegangen, haben solid gespielt. Ja, und dann ist es etwas emotional geworden, wie es halt ist im Hockey. Dann kann es auf beide Seiten fallen, sie kommen zurück. Aber ja, ich glaube, schlussendlich war es ein gutes Spiel, Emotionen drin, spannend bis zum Schluss, ist gut. Jetzt ist das rechnerisch schon klar, sie werden auf Genf Servette treffen in den Playoff-Viertelfinals, spielen dann am Montag nochmal gegen Genf und dann vielleicht ja noch maximal 7-mal gegen das Team. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie an die Massen noch Spiel gegen Genf denken? Ja, nicht viel. Wir müssen jeden Gegner schlagen, wenn wir wieder zu oberst sind. Und jetzt kommt Genf und jetzt müssen wir uns darauf vorbereiten, am Montag nochmal gewinnen und dann sind wir parat. Inwiefern tut man sich darauf vorbereiten, dass es noch ein Stückchen härter werden wird, als es jetzt heute ist? Vielleicht ein bisschen so wie im zweiten Drittel? Ja, ich glaube, wir müssen einfach die Scheibe schneller anlaufen. Dann können sie uns auch nicht so unter Druck setzen und dann sind wir, glaube ich, im Vorteil. Wenn wir auf ihr Spiel einlassen, dann, ja, dann wird es eng. So wie heute, glaube ich, müssen wir unser Spiel durchziehen.